Wieder einmal war mit dem Nationalteam aus Tschechien eine internationale Top-Fußballmannschaft für ein Trainingscamp in La zu Gast. Das Team war Testspielgegner für die Teams aus Australien und Nigeria, die bereits für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nach Europa gekommen waren. Schon mehrfach haben internationale Top-Fußballclubs die idealen Trainingsbedingungen in der Stadt La an der Thaya genutzt. Das Sportzentrum in La bietet gemeinsam mit dem Thermenhotel und dem Fitnesscenter La hervorragende Voraussetzungen für diese Mannschaften. Die Stadtgemeinde La, die Therme La und der SC La haben gemeinsam mit der Agentur IFCS, International Football Camp Styria, eine Kooperation geschlossen, die La diese Trainingscamps auch in Zukunft sichern soll. Das Sportland Niederösterreich ist dabei ebenfalls ein unverzichtbarer Partner. Sportlandesrätin Petra Bohuslav begrüßte die tschechische Nationalmannschaft im Namen des Sportlandes Niederösterreich gemeinsam mit Vertretern der Stadtgemeinde und der Therme La im Thermenhotel. Wie bedeutsam ist es für das Sportland Niederösterreich, dass gerade hier in La, vor allem aber natürlich auch in ganz Niederösterreich, derartige Camps stattfinden können? Es ist nicht nur bedeutend für das Sportland Niederösterreich, sondern auch für mich als Tourismuslandesrätin. Denn wir haben nämlich hier ein Projekt geschaffen, wo wir gesagt haben, wir wollen Sport und Tourismus kombinieren und bieten hier solche exzellenten Hotels an mit den Sportstätten, damit einerseits der Tourismus angekurbelt wird und andererseits natürlich auch der Sport einzieht. Und das ist hier heute mit der tschechischen Nationalmannschaft wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und sie haben mir auch anvertraut, sie fühlen sich wahnsinnig wohl hier in der Therme La, was mich überhaupt nicht wundert. Es ist großartiges Ambiente hier, dann noch entsprechend ein aktueller und sehr gut ausgestatteter Sportplatz. Also es ist alles angerichtet für solche Camps und ich freue mich schon sehr, dass unsere Strategie aufgeht. Ja, zunächst muss man einmal von der Infrastruktur, die hier herrscht, ausgehen und da haben wir natürlich mit der Therme La und mit dem Sportverein La an der Thaya perfekte Partner. Hier spielen alle, die in dem Getriebe mitspielen, zusammen. Und das wird wirklich sehr professionell abgehalten und daher kann man sagen, dass das hier ein Top-Standort in Niederösterreich ist und wir immer wieder gerne Mannschaften herbringen. Es geht natürlich weiter, wir haben auch in anderen Standorten Mannschaften, die wir herbringen, internationale Top-Mannschaften. Und im heurigen Jahr haben wir insgesamt 6 Mannschaften hier. Und das ist natürlich schon dann sehr ordentlich und wir schaffen für perfekte Trainingsbedingungen. Und das ist natürlich wichtig, weil diese Mannschaften natürlich auch das brauchen. Zunächst herzlich willkommen hier bei uns in La an der Thaya. Sie sind jetzt mit Ihrer Mannschaft schon einige Tage hier. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Ja, wir fühlen hier sehr wohl. Es ist eine perfekte Lage für uns. Wir haben ein schönes Hotel und alles, was wir brauchen für unsere Trainingslager, auch gute Regeneration, sehr schönes Spa, so, das ist sehr schön für uns. Was wird im Speziellen hier von euch trainiert? Wir spielen hier 2 Freundschaftsspiele und das ist unsere Vorbereitung für die nächste Qualifikation. Jetzt beginnt am 14. Juni die Weltmeisterschaft. Haben Sie einen Tipp, einen persönlichen? Was glauben Sie, wer wird im Finale stehen? Vielleicht wieder Deutschland? Ja, kann passieren. Ich habe jetzt persönlich keinen Tipp. Ich bin gespannt, wie viele gute Mannschaften die Form haben. So, ich warte nach der Gruppe, dann vielleicht kann ich schon etwas sagen, weil jetzt ist es zu früh.